Na? Bock auf eine weitere Runde? Ich bin am Start und spiele für euch das Spiel. Jedi Survivor! Juhu! Wir sind notgelandet. Das Schiff, die Mantis, ist komplett zerstört. Und wir brauchen jetzt den guten alten. Also Grease ist auf der anderen Seite von all dem hier. Ich sehe mir das mal genauer an. Halt, was ist das? Das ist mal ein Riesenvieh. Wir haben unser Ziel, also nichts wie hin. Eine riesige Schnecke? Okay. Jetzt habe ich da ganz schön viele Markierungen gesetzt. Darf ich da runterspringen? Wow. Das war eine schnelle Antwort. Ein gefährlicher Planet mit vielen verschiedenen Kreaturen und einer riesigen Godzilla-Schnecke. Der perfekte Ort für Familienausflüge. Das letzte Mal, dass ich einen Luca gesehen habe, war auf Bracca. Das ist lange her. Prof. Was würdest du jetzt sagen? Los, die Mantis repariert sich nicht von allein. Ich hoffe nur, dass Grease die Teile hat, die wir brauchen. Hat er bestimmt. Und alles wenn nicht, okay. Dann werden wir die besorgen. Scannen, mein kleiner Freund. Sieht nicht so aus, als würde dieses Tor funktionieren. Da drüben ist auch was. Oh, es gibt so viel zu entdecken wieder. Jump! Jump! Ein neues Machtecho. Warte! Stopp! Stopp! Alte Maschinen. Oh! Das erste Monster! Verrostet. Wie alles andere hier. Wieder eins. Bip, bup, 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 bip, bip. BD1. Kann ich das auch scannen? Ja. Okay, Gegner kann ich auch scannen. Schauderpeden bei den Einheimischen von Kopo. Eieiei. Schauderpeden. Und was haben wir hier drin? Ein fliegendes Dinosaurier-Tier. Oh, cool. Neue Cappy für ihn. Na gut. Dann sehen wir uns doch mal an, was es hier gibt. Den Weg kann ich ja nicht entlang. Aber das schaut danach aus. Jetzt kann ich das schon benutzen. Druiden? Lava, wie cool! Alter, wirft dir gleich eine Bombe auf mich. Kampfdruiden. Hast dich selber ausgenockt, mein Freund. Dass es die noch gibt. Wie cool, Kampfdruiden. Es wird keine geben. Pass auf! Auf dem Weg! Okay, Samurai. Komm schon! Bam! Vernichtung der allerhöchsten Kunst. An die ich mich erinnere. Bedlam Raider? Wo ist Grease da bloß reingeraten? Scannen. Oh. Oh. Ich glaube, ich laufe den Weg nochmal zurück. Den kann er nämlich auch scannen. Was gibt's hier? Das will ich noch sehen. Aber hier komme ich nicht hoch. Doch.
klar. Okay, hat sich auch gelohnt. Sieh mal, was wir gefunden haben. Diorit-Klumpen? Gegen eine Belohnung eintauschen beim richtigen Händler? Beim Wendler? Beim Wendler eintauschen oder beim Händler? Ich weiß es nicht. Klingt beides nicht so gut. Vergessen, wie geschwätzig die sind. Ja, das sind sie. Aber ich will es auch sehen. Das sieht echt cool aus. Und da hinten muss ich hin. Also erstmal zur Schnecke. Zur gigantischen Megaschnecke. Gute Arbeit. Das wird etwas Zeit sparen. Dieser Kerl, lass das Tier in Ruhe. Wieder ein Droide begraben. Oh. Oh, der ist auch mal. Komm, greif mich an. Die sind ja richtig fies, die Droiden hier. Ich denke, es steht fest, dass diese Droiden neue Meister haben. Auf jeden Fall richtig cool, dass sie die zurückgeholt haben. Ich mag die. Wir senken. Nichts wie weg hier. Okay, die explodieren also. Gut zu wissen. Das ist echt viel Teer. Sei vorsichtig. Aber wie kann ich die steuern? Ah, okay. Das klingt nicht gut. Wow! Es ist fast in meiner Hand explodiert. Noch eine Abkürzung. Okay. Der ist doch nicht böse, oder? Nee, never. Ein aufgelaufenes Schiff? Was du nicht sagst. Wünschte, wir könnten helfen. Kann ich doch, ich kann's auch hochheben, oder mit der Macht. Ich will dir helfen. Oh, es wird irgendwie dunkel angezeigt. Das ist wirklich nicht angenehm. Boah, ich versinke total. Gefährlich. Ich will dir helfen, mein Freund. Ich muss nur kurz gucken, wie ich dir helfen kann. Oder ob ich dir überhaupt schon helfen kann oder ob das erst später mal möglich ist. Auf jeden Fall steckt es noch zu weit im Schlamm. Oder zu wenig. Kurzer Bart. Ah, das muss man auch finden. Ich dachte, man kann ihn einfach so irgendwo stylen. Da ist die Schnecke. Ciao, ciao.
Schausi Mausi. Da oben ist das heftige Vieh. Wann lernen es die Leute endlich? Sehen sie das große Ganze nicht? Negativ. Du siehst es auch nicht. Aber du bist ein Droide und musst es nicht. Ravis sieht es. Deshalb folge ich ihm. Folgen wir alle. Das killt ihn nicht mal. Was? Droide ist gefallen. Du auch. Ich werde mich dir nicht ergeben. Diesmal nicht. Das ist es nicht wert zu sterben. Hell. Raider sind eiskalte Keller. Ekelpakete sind das. Vorwärts, BD. Hey, wow! Das war eigentlich nicht der Plan, mein Freund. Wir sind cool miteinander. Wow. Hey, BD. Okay, fettes Monster. Der Gorokko. Das hier war ein Zuhause, bevor sie durch die Zivilisation verscheucht wurden. Piep, piep, boop, boop. Und neue Machtessenz. Gesundheitsessenz. Auch cool. Ein paar kleine Abstecher lohnt sich auf jeden Fall. Halten wir einen Moment an. Wir müssen nur hier durchkommen. Reese wird überrascht sein, uns zu sehen, was? Mhm. Auf jeden Fall. Oh, ich hoffe, Sie sind okay. Hier geht's nicht weiter. Zu viel zu entdecken gefunden. So, was gibt's noch zu entdecken? Wie? Müsste auf jeden Fall stärker werden. Okay, das ist irgendwie eingefroren. Ich könnte auch links darüber springen. Das geht auch nicht, oder? Ah, schön. Wie einen Knopf drücken und er greift mich einfach an, der Kerl. Kann den Lift hier nicht benutzen. Auch nicht. Piep-pup. Helle Metalle. Das bringt nichts, also muss ich dann vorbeispringen. Da lebt da noch einer. Sehen wir uns das mal an. Dampfflussrohre.
Schauen wir mal hier oben den Weg entlang. Nie wieder in der Schlucht. Hast du das gehört? Das wirst du es. Oh Mann, ich hätte ihn retten können. Ich war zu langsam. Gib Meldung. Wieder einer erledigt. Ravis wird das hier. Das heilt wieder. Los, zeig mir, wie stark du bist. Stark genug für dich? Idiot. Kaltblütiger Killer. Ah, die explodieren. Wow, weg von dir. Okay, wohin? Wohin mit dir? Wohin? Panik. Du, ich bin nur ein... Eindringling. Knallt ihn ab. Reiß ihn in Stücke, Droide. Keine Gnade. Bestätige! Ein Kommando-Droide. Die habe ich nicht vermisst. Gab es im ersten Teil eigentlich auch Droiden? Ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich, ja, es gab schon ein paar Droiden, das weiß ich noch, aber diese Kampfeinheiten, das weiß ich nicht mehr. Gibt's da drin? Interagieren? Hey, kein schlechter Fund. Wieder was gefunden. Schon okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Okay, das ist anscheinend noch nicht möglich. Kann ich hier hoch? Ich kann die Wand entlang rennen. Aber ich kann doch dann mich da hochschieben, oder? Sollte das so sein? Sich falsch an. Eloxierte Metalle. Boah, Feuer! Wirf mir ein Stim her, Kumpel. Du hast. Boah, hinter mir. Nicht mit mir! Mistkerl! Nicht mit mir! Bla bla bla! So. Boah, cooler Kill! Echt cooler Kill! Das kann er auch nicht öffnen, oder? Und er doch hacken? Mit seinem Fuß? Ja! Eine neue Jacke! Praktisch! Hey, was hast du gefunden? Du willst draufdrücken, stimmt's? Oh! Wow. Dinger haben es in sich. Okay, suchen wir einen Weg raus aus dieser Teergrube. Okay, okay, okay. Wie lange haltet es aus? Gut, gut, gut. Pass auf, pass auf. Folgendes. Folgendes, folgendes. Worauf will ich schießen? Ich will auf das schießen. Das Vieh hier, das nervt. Das hat nicht ausgereicht. Jetzt so Angst, dass es explodiert. Vielleicht haltet es auch voll lange. Ja? Das könnte nützlich sein. Ja, auf jeden Fall hier ist die Abkürzung freigeschalten. Was hätte ich denn hier noch? Was machst du, BD? Wo ist er hin? Gernan? Diese alten Dämme halten kaum noch zusammen. Könnte ich da wohl auch was gegen schießen? Komm ich so weit? Ist hier eine Bombe?
Wow. So, das sollte reichen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Gleich sind wir da. Ja, okay, okay. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Wo ist der kleine Druide mit seinem Ding? Da ist da auch was. Ah, natürlich geht das nicht. Meine Freunde. Ja. Was? Ja. Das kann ich doch irgendwie tricksen, oder? Ich probier's nochmal. Einmal noch. Brauchen Stim. Nee, es geht nicht. Okay. Ein Versuch war es wert. Ich glaube nämlich auch, dass der kleine Roboter, dem ich eigentlich helfen möchte, der ist ein Stückchen zu weit weg. Hier ich muss so meine Mitte finden. Ist weit weg. Aber kann ich nicht von dort drüben irgendwie dahin kommen? Macht euch kampfbereit! Er muss seine Mitte finden, übrigens. Einfach mal die Hände auslegen. Ich habe Schaden erlitten! Auf Schaden erlitten! Nein! Das lässt durch. Da war ich allein ganz schön viel Schaden, oder? Wow. Okay. So. Ich will da gerne runter. Ist das der reguläre Weg? Ich habe mich ja schon ein paar Mal bei dem Spiel gefragt, ob das die richtigen Wege sind. Das fühlt sich nämlich irgendwie teilweise nicht so. Nein! Nein! Körperteil neues, cool. Chillig. Insektentiere. Ich hätte gern, dass Bibi ein bisschen mitkämpft. Wirf ihn her. Den Ball ein bisschen ablenkt und angreift, das wäre schon cool. Ah. Hier ist der reguläre Weg. Was kannst du scannen? Scannen. Zerstörter Damm. Und weiter geht's. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Okay, das hier hat mich schon wieder angegriffen, der Mistvogel. Und ich könnte schwören, dass das da hinten auch so aussieht, als ob man das kaputt machen könnte.
Ich versuche das jetzt. Erst mit den Tierchen aus dem Weg räumen. Und dann kann mich die Kugel verfolgen. Tatsächlich. Was machen wir hier? Wache stehen. Das ist langweilig. Wow! Gescannt. Ja. Wird auf jeden Fall nicht mehr angegeben, die Option. SMBD. Boah, die sind fittig. Greifen die Wölfe an. Hoch mit dir. Oh, ein Skelett in der Wand. Alter, zwei Bomben! Oh, bin fast tot. Was gibt's hier? Nichts. Da hinten ist nochmal so ein großer. Und der hat einfach gar nichts gemacht, der hat einfach nur gewartet. Auch nicht schlecht. Machtessenz erhalten. Ah, somit aktiviere ich den. Abkürzer freigeschaltet. Wer hier gelebt hat, ist längst weg. Was hat er wohl gemacht? Also hier ist eine Theorie. Entweder das Tor da mit einer Kugel treffen oder das Ding da drüben. Versuch's mal mit dem Tor. Das wird jetzt witzig, ob ich das schaffe. Ah, er wartet sogar. Hey, wo ist er hin? Das habe ich halt nicht richtig getroffen.
Okay, das bringt auf jeden Fall nichts. Ob ich darauf schießen muss? Das versuche ich jetzt auch noch einmal und wenn das nicht klappt, dann gebe ich es auf. Es hat noch ein paar Bugs, das Spiel. Ein paar Bugs Bunnies. Gäbe es sonst noch etwas hier oben, was ich anschießen könnte damit? Die Schnecke. Das Tor funktioniert ja nicht damit. Hm. Ob ich das jetzt treffe? Ja, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ein bisschen Zeitverschwendung, wie es aussieht. Boah, Werkbank. Eine Werkbank. So kommt man mal auf andere Gedanken. Das Schwert lasse ich so, aber dir kriegt auf jeden Fall gleich ein neues Aussehen. Schauplatz. Audiosensoren. Ah, die sind schon süßer. Schauplatz. Wie es ausschaut. Okay. Funktioniert und sieht toll aus. Ja. Und das Schwert habe ich gar nicht angefasst. Deswegen funktioniert es auch noch. Ja gut, Leute, ich denke, es ist genug für den Part für heute. Ich werde in der nächsten Folge der Story weiterhin folgen. Bisschen abchecken, was hier noch so alles möglich ist. Lichtschwert, Einschwerttechnik. Sehr gut, verbesserte Stimmformel. Läuft. Also wir sehen uns beim nächsten Part. Hier zurück bei Jedi Survivor.